Wolkenmantel. Sobald der sich lüftet, entdeckt man kleine Dörfchen, abgeschieden, mit einer Handvoll Menschen. Eine Welt mit einer anderen Zeit. Warm ist es bei Soyla López. Buenísimo. Lecker, sehr würzig geworden. Quedó muy sabroso. Ihre Tortillas bereitet sie ganz in Handarbeit zu, so wie es schon immer war. Ihr Sohn kommt. Vielleicht. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Soyla weiß es nicht, denn sie hat kein Telefonnetz. Da ich meinen Sohn sehr lieb habe, würde ich gerne mit ihm telefonieren. Dann könnten wir öfter miteinander reden. Ich könnte ihn fragen, wie es ihm geht. Dann habe ich auch weniger Sorgen. Alle hier gehören zu den Mixtecas. Wolkenvolk heißt das übersetzt. Manchmal läuft man 2, 3 Stunden, um Verwandte zu besuchen. Die sind dann nicht da. Dann läuft man eben wieder zurück. Soyla und ihr Mann leben von der Feldarbeit. Doch bei aller Liebe zur Tradition, es ist 2018. Wo bleibt die Moderne? Manchmal, eher selten, wenn der Wind gut steht, weht Netz herbei. No hay señal. Doch es ist etwas im Gange. Nicht die Spatzen pfeifen es von den Dächern, vielmehr der Dorffunk. Guten Tag, liebe Nachbarn. Diese Nachricht ist für Sie alle, ob Sie ein Telefon besitzen oder nicht. Am Montag werden wir ein lokales Telefonnetz erhalten. Kommt und informiert euch. Da kommen Sie aus der fernen Stadt. Es ist nicht irgendeine Telefongesellschaft, nein. Es ist eine Kooperative von Indigenen, die ein Telefonnetz für Indigene anbietet, weil es sonst keiner tut. Das halbe Dorf packt mit an. Hier zu investieren ist für Unternehmen viel zu teuer. Darum sind die Menschen hier absolut abgehängt. Außerdem wollen die Unternehmen viel Geld mit ihren Verträgen verdienen. Und das haben die Menschen hier nicht. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Alle Technik ist Marke Eigenbau, selbst erdacht und ausgetüftelt. Bevor es losgeht, damit hier alles klappt, geht ein demütiges Bittgebet an die Schutzheiligen ihrer Täler. Der Pakt wird mit Bier und Limonade als Geschenk besiegelt. Amen. Das eigene Netz läuft so. Die Kooperative hat bei einem gewöhnlichen Internetanbieter einen einfachen Vertrag abgeschlossen. Das Signal aus diesem Vertrag teilen sie mit allen. Über die Antennen leiten sie es Tal um Tal weiter. Pfiffig und legal. 2 Euro Grundgebühr, das passt zu den Menschen hier. Das Netz ist ein Sozialprojekt ohne Gewinne. Roberto de la Cruz ist Überzeugungstäter. Es ist für die Gemeinschaft wichtig, aber es ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls. Es hilft den Menschen hier, Produkte zu verkaufen. Ein wirtschaftlicher Impuls, vielmehr eine neue Zeitrechnung. Ein Dorf weiter, 3 Stunden entfernt, steht das Netz schon. Sieht man direkt, oder? Die Köpfe versunken im Bildschirm. Alles potenzielle Kunden für den neuen Lieferservice von Carmela Saravia. Eine Frau mit eigenem Business, das ist in der patriarchalischen Welt hier eine Revolution. Es fühlt sich wirklich gut an und es hilft mir finanziell. Es ist moderner und ich habe so schon viele neue Kunden gewonnen. Wer bestellen will, muss sich jetzt sputen. Das Mittagessen ist schnell weg. Warme Kost, geliefert bei Wind und Wetter, kommt gut an. Stammgast bei Carmela ist Rodolfo, der Sohn von Soyla. 2 Tage mussten wir ihn suchen, weil wir keinen Empfang hatten. Hier sitzt er also und weiß nicht, dass er sehr bald einen Anruf bekommt. Der neue Sendemast ist fast fertig. Und es wird nicht nur ein neues Netz. Nein, hier kämpft auch David gegen Goliath. Die mexikanische Regierung hat nichts für die Bewohner hier getan, will jetzt aber Millionen an Gebühren abkassieren. Die Kooperative sei ja ein Netzanbieter, wenn auch nur für 3000 Menschen. Den Fortschritt will man sich hier aber nicht stehlen lassen und macht weiter. Ja, ja, ja. Ja? Es steht. Wir haben Netz. Super. Mal schauen, vielleicht ruft mich jemand an.
Soyla ist voller Vorfreude. Fast schon aus Gewohnheit reckt sie die Hände in den Himmel. Gar nicht nötig. Der ferne Sohn auf einmal so nah. Wie geht's dir, mein Junge? Wo bist du? Hallo, Mama. Mir geht's gut. Und dir? Komm morgen zu uns, ja? Ich sende dir Kleidung und Geld. Dankeschön. Gut, pass auf dich auf. Ich liebe dich sehr. Wir müssen dieses neue Netz feiern. Morgen also kommt der Sohn. Die Zeit der Ungewissheit ist vorbei. Die weiten Täler rücken plötzlich enger zusammen. Und das soll so bleiben.